Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light The Following. Und ja, in der letzten Folge sind wir auf der Farm stehen geblieben. Und ja, wir sind jetzt gerade bei der Story-Mission Anomalien und wir müssen uns jetzt erstmal zur Höhle begeben. Aber zuallererst gehen wir noch zum Händler. Und wir schauen jetzt mal, was der hier so hat. Okay, eine irre Sichel. Eine wilde Sichel. Obwohl, eigentlich die Sichel wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, ich habe jetzt eh noch genug Waffen. Also lasse ich das jetzt erstmal. Warte, verkaufen. Okay, ganze Wertsachen haben wir schon verkauft, glaube ich, in der letzten Folge am Ende. Und okay, leider auch keine Bolzen oder so für Armbrust. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier zum Buggy und ja, wir fahren jetzt mal zu der Höhle. Und die war, glaube ich, irgendwo unten, oder? Nee, hier oben. Dings, okay. Ja, okay, könnte echt eine Weile dauern, bis wir dann dort sind. Warte mal, was war hier noch? Ah, dann müssen wir doch zur Pumpstation. Eigentlich könnten wir das ja zuerst machen, oder? Ja, machen wir das mal zuerst, würde ich sagen. Okay, aufgetankt. Ja, ist eigentlich fast voll. Upgrade. Reparieren müssen wir, glaube ich, auch nichts. Also passt das erstmal. Ich muss, glaube ich, mal den Sound ein bisschen leiser machen. Ja, okay, das müsste eigentlich passen. Die Pumpstation ist eigentlich ziemlich in der Nähe. Boah, scheint der wirklich wieder explodieren. Lena! Hi! Warum hast du dich nicht bei uns gemeldet? Lena, hör gut zu. Solange dieses Scheißteil noch funktioniert, ich weiß, was hier läuft. Sie haben etwas, das 100-mal besser ist als Antizin. Die gute Nachricht? Sie wollen mir was von dem Zeug geben. Die schlechte Nachricht? Ich muss es finden. Ich weiß, dass die Uhr tickt, aber ich kann noch nicht aufgeben. Eine bessere Chance bekommen wir nicht. Das verstehe ich, Kyle. Aber beeil dich, bitte. Wir haben kein Antizin mehr. Umso wichtiger ist meine Aufgabe hier. Drück die Daumen. Okay, sind gleich wieder da. Okay, gehen wir erstmal hier rein. So, und dann schauen wir erstmal, was hier los ist. Irgendwas stimmt doch, glaube ich, mit dem Wasser nicht oder so, glaube ich. Jetzt ist die Tür hier zu. Okay, vielleicht übers Dach oder so. Ne, warte mal, ich glaube, ich kenne die Mission sogar. Musste man da nicht sogar irgendwie... Da musste man irgendwie auch hier durch, oder? Ja, ich glaube, hier rein. Irgendwo oder irgendwo war das ja, glaube ich, offen. Na, hier ist zu. Vielleicht da drüben. Oder kann ich das hier aufmachen? Ah, okay. Das sieht nicht so aus, als würde ich hier durchkommen, oder? Warte, was ist das hier? Eine Renntrophäe, okay. Okay, Schloss knacken. Das könnte auch das Richtige sein. So, wir haben's. So, warte, nochmal kurz Luft holen. Und dann gehen wir hier rein. Und jetzt hier nach rechts. Und wir sind drin. Okay, passt. Oh, scheiße, sind Leute, oder? Das ist ein Weg, die ganzen Leichen hier. Sie sah gut aus. Fast als wäre sie geheilt. Und ob du lügst. Nach so einem Scheiß ist doch niemand mehr richtig im Kopf. Ich sag's dir doch, Mann. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Kann gar nicht sein. Er brachte sich um. Was zum Teufel? Was ist denn los? Oh, scheiße. Nein. Hier bin ich. Komm schon. Na, warte mal. Scheiße, nicht mehr Wurfsterne oder so. Auf jeden Fall Wurfwaffen. Dafür wirst du mir
Komm schon, stirb. So, wir haben beide. Boah, scheiße, was ist jetzt los? Ach, kein Strom mehr. Oh mein Gott, was ist hier los? Tu mir nicht weh, ich ergebe mich. Schalt die Taschenlampe aus. Okay, okay, Chef. Hab verstanden. Ich hab diese Uniform schon mal gesehen. Bist du der Rest von Rais Gang? Wir? Ich weiß auch nicht. Sie haben mir nichts gesagt, ich hab einfach mitgemacht. Lüg nicht, du Arschloch. Was macht ihr Drecksacke hier draußen? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Du weißt aber schon, dass ich kurz davor bin, dich umzubringen, oder? Okay, okay. Ich rede ja schon. Ich weiß aber nur, dass der Boss einen Plan hatte. Den Wasservorrat vergiften, alle ausrauben. Wir haben Leichen rangeschafft und ins Wasser geworfen. Jesus, ihr kranken Bastarde. Wer ist dein Boss? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich sagte doch, ich bin erst seit kurzem dabei. Ich wollte das nicht, ich schwör's. Ach, du befolgst nur Befehle. Mal sehen, was Yazir dazu zu sagen hat. Vielleicht ist er ja in der Stimmung für Ausreden. Komm schon, Chef, tu das nicht. Die werden mich lynchen. Ich werde nicht sterben, nicht so. Oh, komm schon mal, das wäre ein Headshot, oder nicht? Okay, ein Bolzen schön in den Schädel und der ist tot. Boah, gar nicht so eine Machete. Okay, zuerst will ich meine Bolzen wieder haben. Hier drüben ist er noch. Ja, okay. Und haben wir dich noch eingetötet? Warte mal, ich gehe jetzt nochmal hier runter. Okay, ist eigentlich egal, wenn wir 51 Bolzen. Dann nehme ich das hier mal mit. Achso, geht gar nicht Inventar voll. Aber die Machete hätte ich irgendwie ganz gerne. Start. Nein, ich sehe gar nicht so gut, aber ich würde die ganz gerne trotzdem irgendwie mitnehmen. Ach, dann zerlegen wir das hier erstmal. Und nehmen die Machete mit. Titan, okay. Okay, wir müssen nach oben. Sollen noch reparieren hier. Okay. Okay, warte mal, komme ich hier nicht irgendwie raus wieder? Vielleicht da hinten? Ich glaube, da könnte ich das aufsperren, oder? Na, okay. Dann mal rauf aufs Dach. Warte, wo genau muss ich jetzt hin? Achso, ich muss da irgendwie wieder rein. Hier vielleicht? Nee, das geht nicht auf. Da kann ich hier nicht wie. Achso, das ist eh die Tür. Aber wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Warte mal. Ah, hier ist eine Leiter, okay. Ja, siehe, ich bin bei der Pumpstation. Schick sofort ein paar Leute her und lass niemanden von dem Wasser trinken. Was ist passiert? Ein paar Banditen haben Leichen ins Wasser geworfen. Holt die Leichen da raus. Dann sollte das Wasser bald wieder sauber sein, okay? Geht klar. Sobald wie möglich darum. Okay. Dann haben wir die Mission mal fertig und jetzt können wir eigentlich zur Höhle fahren. Warum bleibe ich denn hier hängen? Okay. Ist das wie ein unsichtbares Objekt oder so? Okay, wie komisch. Ist auch egal, jetzt gehen wir erstmal hier raus. Und beim Buggy steht hier drüben, aber ich glaube, ja, wir töten erstmal noch ein paar Zombies. Boah, die Axt ist halt mega geil. Es macht mega Bock, damit zu spielen. So, die hier noch. Und die sind alle tot, oder? Ne, da stehen noch welche auf.
So, hinter mir. Na, da kommen noch mehr. Ja, okay, dann töten wir noch ein paar hier. Und wir looten erstmal ein bisschen Moll. Bisschen Geld. Nochmal Alkohol. Da stehen ja wieder welche auf. Walle. Sieht auf jeden Fall so aus. Warte, hier drüben liegt noch was. Okay, dann fahren wir mal weiter. Oder warte, zuerst gehen wir noch hier zum Auto. Leider kein Benzin. Okay, aber ein paar Schrauben. Stehen bleiben, scheiße. Nein, boah, ich bin nicht tot. Boah, ein Selbstmörder. Oh nein, jetzt kommt wieder befallene Scheiße. Boah, nicht getroffen, nein. Warte, hinter mir sind noch welche. Alles alle. Okay, jetzt erstmal schon. Dann wahrscheinlich durchsuchen und dann fahren wir weiter. Obwohl, ich wollte diese Militärfahrzeuge da eigentlich durchsuchen. Deswegen bin ich auch stehen geblieben. Warte, noch ein Befallener. Ein bisschen Benzin. Dann gehen wir erstmal hier hin. Nochmal Schmierstoffe. Und nochmal Benzin. Alter Scheiße, Mann. Ey, wo kommt denn jetzt der Rammer her? Scheiße. Mach auf schnell. Boah, ich bin gerade erschrocken. Shit, okay, ich mal, ich glaube, ich hole mir der Armbrust weg. Nein. Boah, shit, war das knapp. Boah, wir haben ihn direkt mit dem Headshot, geil. Okay, passt eigentlich. Warte, hier waren wir noch nicht. Stimmt, hier ist noch eine Truhe. Warte, sonst irgendwas? Drüben, die haben wir aufgemacht. Die Autos haben wir schon beide durchsucht und dann, ja, ich glaube noch die Truhe hier. Okay, sie ist sehr schwer. Hoffentlich ist da irgendwas Gutes drin. Ja, warte, ich glaube, wir haben es. Ach komm schon. Ja, wir haben es. Hoffentlich ein König oder so. Das wäre richtig geil. Boah, zwei Waffen-Upgrades? Nee. Motorteil Stufe 4, das ist schon mal gut. Und ein Ritter, geil. Ah, liegt noch was. Sehr schön überfahren. Warte mal, ah, wir sind eigentlich schon da. Dann gehen wir doch schon zu dem Händler dort. Sammeln hier nach oben. Warte, komme ich denn hier rein?
Okay, was sagt er so? Ah, erstmal das Waffen-Upgrade hier holen. Hinterlandball, das wäre eigentlich schon ziemlich gut, oder? Okay, schauen wir mal hier unten rein. Okay, Medikits, da holen wir uns mal zwei. Und die ganzen Bolzen. Klebeband können wir uns auch holen. Und ja, Mola auch einfach mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Soll ich mir das Beil hier holen? Oder warte, was habe ich denn überhaupt noch so im Inventar? Ja, ich habe schon eigentlich noch ein paar Waffen. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Schauen wir hier mal bei der Truhe rein. Weil bis ich die Waffe dann überhaupt verwende, habe ich ja wahrscheinlich schon wieder eine bessere. Also macht das eigentlich keinen Sinn. Okay, Kaffee. So, dann gehen wir mal zur Höhle. Oder wir fahren zur Höhle, besser gesagt. Und die muss irgendwo hier drüben sein. Oh, Scheiße, verpiss dich. Oh, geil. So, das ist auch tot. Und da ist wieder dieser Nebel oder so. Also da werden wir wieder nicht angegriffen. So, noch alle looten hier. Okay, ein paar Leichen. Kann ich ja, glaube ich, sogar töten, oder? Also wenn ich die angreife, greife ich mich dann trotzdem wieder an. Na, warte mal. Okay, durchsuchen Sie die Höhle. Komme ich da rüber? Oh, Scheiße. Und ich springe jetzt aber mal rüber. Na, komm schon. Boah. Okay, wieder selbstgebaute Granaten. Lass mal den Rauch hier rein. Wieder kaputt? Was? Das gibt's doch nicht. Ich hab gerade erst repariert. Das ist einer von ihnen. Heilige Scheiße. Rais Männer? Komm ich hier rein? Sind unversehrt. Gut, aber wo sind sie? Okay, eine Notiz. Okay, hab ich ziemlich gar nichts drin. Thank you.
Okay, aber ich finde ja eigentlich gar nichts. Gehen wir hier rauf. Ja, ist gar nichts mehr. Okay, doch zwei Granaten, doch zwei selbstgebaute. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt hier überhaupt finden soll. Ist hier noch irgendwas? Nein, wie nicht. Ah, warte mal, was. Ah, okay. Aber hier drüben habe ich noch was gesehen. Achso, nochmal Tank. Also nochmal Benzin hier. Aber ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich finde irgendwie gar nichts hier. Ich muss hier irgendwas finden, glaube ich. Aber ich weiß ja, wie gesagt, nicht was. Ah, warte, hier. Okay, der zweite ist auch tot. Keine große Überraschung. Ah, jetzt okay. Hey, bist du da? Ich bin jetzt bei dieser Höhle. Und ich habe zwei deiner Brüder gefunden. Tot. Ich habe auch einen Notruf gehört. Irgendwas über Waren, die aber nicht hier sind. Dann wurden sie also wirklich gestohlen. Bitte sie nicht weiter um. Wir versuchen mehr über den dritten Bruder in Erfahrung zu bringen. Nehmt euch in Acht, wenn ihr orangefarbene Uniformen seht. Oder ein Symbol mit drei horizontalen Streifen. Wie bitte? Die Banditen hier, das sind Rais Schläger. Sie sind schlimmer als die Untoten. Was in Harran passiert ist, geht größtenteils auf ihr Konto. Okay, also haben wir die Mission jetzt fertig, oder? Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder eine Nebenmission machen. Okay. Kann ich ja nicht looten oder so? Ah, jetzt. Dann gehen wir erstmal aus dieser Höhle jetzt hier raus. So, warte, der eine will mich doch killen. Boah, es wird schon wieder Nacht. Das ist halt scheiße. Warte mal, ist irgendwo eine Sicherzone in der Nähe? Natürlich nicht. Okay, dann fahren wir erstmal wieder zurück. Aber gut, Leute, ich will jetzt erstmal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.